meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu Part 2 meiner Wikinger-Serie. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und mitfiebert. Heute, meine Lieben, ist Thors Hammer dran. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, obwohl das überhaupt nicht meine Materie ist. Er nennt sich Mjölnir und für Mjölnir hat sich meine Kundin einen roten Feuerhintergrund gewünscht. Im gleichen Stil von Part 1, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, verlinke ich ihn euch gerne am Ende des heutigen Videos, der ist toll geworden. Für Mjölnir werden wir heute die Farben Oxidschwarz, Kupfer, Sonnengelb, Reflex Orange und Kaminrot verwenden. Zelligdiebeute habe ich heute nur in meiner schwarzen Farbe. Und nun würde ich sagen, starten wir mit dem Schichten in meinem altbewährten Becher. Mein Mann hat ihn nicht mehr zurückbekommen, den habe ich jetzt für die Kunstzwecke entfremdet. Aber zum Glück kennt er das schon von mir. So, wir starten mit Schwarz. Gefolgt von Bronze. Amsterdam Bronze ist einer meiner Lieblingsfarben. Ist ja eigentlich so Kupferbronze. Das ist so eine schöne Farbe. Ich finde, diese Farbe ist auch unfassbar vielseitig einsetzbar. Ich habe schon so viele Bilder damit gepürt und immer wieder habe ich mich an dieser Farbe erfreut. Kaminrot darf natürlich nicht fehlen, es soll ja immerhin feurig werden. Ein bisschen habe ich mich mit der Materie beschäftigt, also Thors Hammer wurde anscheinend von den Zwergen in der Feuerschmiede geschmiedet. Aber meine Lieben, nagelt mich bitte nicht drauf fest, wie gesagt, es ist nicht meine Materie, aber das muss es auch nicht sein. Diese Bilderreihe soll ein Geschenk an den Mann meiner Kundin werden. Der ist wohl ein großer Wikinger-Fan und kennt sich damit viel, viel besser aus als ich. Und es ist tatsächlich eine wirklich süße Überraschung. Sie liebt alles, was abstrakt ist und alles, was Acrylmalerei angeht. Und er liebt dieses Wikinger-Thema und ich finde, das ist so eine tolle Idee, die beiden Sachen zu kombinieren. Kann man auch mit ganz, ganz vielen anderen Themen machen. Ich hoffe, ihm gefällt die Serie genauso gut wie mir und euch. Aber eigentlich kann er gar nicht anders, oder? So. Jetzt werde ich hier noch meine Farben aufbrauchen. Kupfer darf nicht fehlen. Ich habe mir sagen lassen, das ist die Lieblingsfarbe meiner Kundin und natürlich werden wir das so füllen, es soll ja auch ein Blickfang für beide sein, auch wenn es für ihn das Geschenk ist, soll sie sich natürlich genauso daran erfreuen. Sehr gut. Und mein Carmin Red kommt zum Schluss. Wir arbeiten heute auf einer 50x50 runden Leinwand, gleich wie im Part 1 auch. Und ich hoffe, ihr könnt es hier sehen, wie schön sich die Farben übereinander legen. Ich finde, es sieht jetzt schon sehr feurig aus. Wir werden wieder in der Flipcup-Methode arbeiten. Ich finde, das ist wirklich eine super schöne Farbkombination. Wer meine Videos schon länger guckt, der weiß, ich liebe alle Rottöne. Und ich hoffe, dass wir mit dem Schätzchen hier einen wunderschönen Feuerverlauf schaffen. Also, 3, 2, 1, flip. Und ich sehe es, ich liebe schon wieder. Also, ich habe das jetzt schon öfter gesagt, meine Lieben, beim Flip Cup, gebt eurer Farbe ein bisschen Zeit zu sinken. Ich habe hier gut 600 ml Farbe in meinem Becher, das brauchen wir aber auch durchaus für diese Größe der Leinwand. Da dürfen wir ihr einen Augenblick geben. Wir wollen auch, dass sich unsere schönen Schichten ineinander legen. Beim Flipcup vermischen sich die Farben immer ein bisschen, vollkommen normal, aber das soll auch so sein.
Nun werde ich meinen Becher in einer Halbkreisbewegung abziehen. Lasse noch den Rest der Farbe, die wir noch im Becher haben, rauslaufen. Es hilft unserer Farbe in der Mitte gleich ein bisschen besser zu fließen. Gut, meine Lieben, ihr könnt sehen, unser Cup ist leer. Den stellen wir jetzt erstmal beiseite. Und nun können wir schon erkennen, dass sich Zellen bilden. Das ist sehr gut. Der Zellactivator war nur in meiner schwarzen Farbe. Nun werde ich aber, bevor wir unsere Zellen zum Platzen bringen, das Ganze noch ein bisschen ausdehnen. Ich möchte versuchen, mir hier in der Mitte die Muster schön zu erhalten. Deswegen werde ich schauen, dass ich nur den äußeren Teil ein bisschen stretche. Soweit, so gut, meine Lieben. Nun gilt es, unsere Zellen noch platzen zu lassen. Ich glaube, darunter verbirgt sich noch was ganz, ganz Schönes. Ich werde heute mit der Heatgun arbeiten. Wenn ihr keine Heatgun zu Hause habt, könnt ihr es auch genauso gut mit dem Bunsenbrenner machen. Allerdings werden die Zellen mit dem Brenner ein bisschen andere als mit der Heatgun. Ich möchte heute große Zellen schaffen. Also ihr seht schon, hier beginnt der Zauber schon. Und deswegen möchte ich es mit der Heatgun machen. Wie immer gilt bei der Heatgun, meine Lieben, nicht die heißeste Stufe, mindestens 20 cm weg von der Leinwand und Finger weg vor der Heatgun. Kann richtig heiß werden. Ich nehme auch nur die erste Stufe und ich lasse unserer Farbe wirklich Zeit. Schaut mal, wie schön das hier schon aufgeht. Guckt euch mal an, was wir für schöne Zellen bekommen haben. Also ich finde das wirklich toll, den Farbverlauf, den wir geschaffen haben, der ist echt spitze. Wir haben auch kleine und große Zellen. Das finde ich auch echt cool. Das soll ja der Hintergrund für unseren Thorshammer werden. Und ich freue mich schon so, wenn ich ihn endlich aufmalen kann. Leute, wichtig ist noch zu sagen, wenn ihr mit Öl arbeitet in eurer Farbe, müsst euren Zellen ein bisschen Zeit geben zu wachsen und sich zu entfalten. Während wir hier miteinander sprechen, sprießen sie noch überall hier auf meinem Bild. Also das heißt, seid nicht enttäuscht, wenn sie nicht sofort kommen. Bei mir ist auch schon passiert, dass erst Stunden später sich wirklich der Zellactivator entwickelt hat.
Ich finde immer wieder, das ist ein tolles Ergebnis. Ehrlich, das ist eine simple, einfache Möglichkeit, im Acrylpuring tolle Bilder zu schaffen. So, ihr Lieben, wichtig ist jetzt noch, ich werde hier noch ein bisschen unsere Ränder verschönern. Das ist immer ganz wichtig, wenn ihr auf runden Leinwänden arbeitet. Die sind anders gespannt als rechteckige. Ich weiß nicht, ob ihr das hier jetzt so gut seht in der Kamera, aber hier ist uns doch noch einiges an Farbe abgelaufen. Das ist aber überhaupt kein Problem. Ich nehme mir einfach ein bisschen was, was uns beim Dehnen sowieso verloren gegangen ist und verstärke hier die Kanten noch ein bisschen. Immerhin soll es dann nicht trocknen und die Leinwand noch durchscheinen. Das wollen wir natürlich nicht. Okay, meine Lieben, für euch geht es natürlich schneller als für mich, aber mein Schätzchen muss jetzt einige Tage trocknen. Es ist wichtig, wenn ihr Touch-Ups machen möchtet, dass eure Basis, euer Untergrund wirklich gut ausgetrocknet ist. Es kann passieren ansonsten, wenn der noch feucht ist, dass er euch reißt und das wollen wir natürlich nicht. Aber für euch geht es schneller als für mich. Wir sehen uns in wenigen Augenblicken wieder und dann schmieden wir Mjölnir in der Feuerschmiede. Bis gleich, ihr Lieben. Willkommen zurück, meine Lieben. Mittlerweile sind 10 Tage vergangen. Unser Feuerhintergrund ist vollständig ausgetrocknet. Nun gilt es, Thors Hammer darauf zu zaubern. Anders als in Part 1 hatte ich hier nur eine Negativschablone. Und da die Bildreihe einheitlich werden soll, habe ich sie mit der Hand abgezeichnet. Und nun gilt es, diese noch auszufüllen. Ich verwende heute einen Silberstift dafür. Ich möchte das nicht mit dem Pinsel machen. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los, meine Lieben. Meine Lieben, als kleinen Tipp kann ich euch geben, wenn ihr hier mit dem Stift arbeitet, versucht immer euch von einer Seite zur anderen zu arbeiten. Also ich in meinem Fall, ich beginne jetzt hier unten. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, zuerst die Runen zu umranden. Mit dem Silberstift ist es natürlich viel einfacher als mit dem Pinsel. Funktionieren tut beides gut, es ist ein bisschen Geschmackssache. Wie ihr es lieber machen möchtet, beides ist okay. So, meine Lieben, das Prinzip habe ich euch gezeigt. Ich mache es jetzt ein bisschen schneller für euch, dass euch nicht langweilig wird und dann sehen wir uns gleich zum fertigen Ergebnis wieder.
Okay, meine Lieben, ich bin fertig. Meine Güte, war das viel Arbeit. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Ich meine, guckt euch das mal an. Ich finde, Mjölnir springt uns ins Gesicht und genauso habe ich es mir gewünscht. Unser schöner, feuriger Hintergrund ist uns ebenfalls erhalten geblieben. Ich bin zufrieden für heute. Auch dieses Bild werde ich noch mit einer dünnen Schicht Harz versehen, dass es versiegelt ist und für die Ewigkeit hält. Meine Lieben, wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt, vergesst bitte nicht, mir ein Abo dazulassen und einen Daumen nach oben, wenn es euch genauso gut gefällt wie mir. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben.